Herzlich willkommen zurück in der Unterwasserwelt von Findet Nemo. Beim letzten Mal haben wir schon einen kleinen Teaser bekommen, was uns denn heute erwarten wird. Denn nachdem wir Dory gefangen haben, begegnete uns plötzlich ein riesiger Hai. Und der wird uns nun auf eine kleine Party mitnehmen. Ab zu den Minenfeldern. Hi auch. Ich bin Bruce. Ist ja gut, ich hab schon verstanden. Warum sollte man einem Hai trauen? Also, was machen zwei Leckerlis wie ihr denn noch so spät unterwegs? Gar nichts, wir sind nicht mal unterwegs. Gut, dann hättet ihr zwei Häppchen vielleicht Lust, mich auf ein kleines Stelldichein zu begleiten. Eine Party! Ja, genau, eine Party. Was sagt ihr dazu? Oh, ich liebe Partys. Das wird sicher lustig. Ja, Partys sind toll und es klingt verlockend, aber wir können nicht, weil... Oh, ihr müsst mitkommen, ich bestehe darauf. Okay. Ja, ich glaube, die Begrüßung von Dory war irgendwie besser. Hi auch. Passt auf jeden Fall gut. Und wir starten direkt mit einer Verfolgungsjagd. Ja, das geht schon wieder gut los. Ich dachte, der hat uns auf seine Flosse genommen und ich muss jetzt hier nicht selbst schwimmen. Na gut, dann gebe ich mal wieder mein Bestes, was gut losgeht. Und weil letztens jemand in die Kommentare geschrieben hat, tatsächlich, wird es überhaupt Dory-Level geben? Sehe und staune. Wir spielen mit Dory. Und ich bin zu blöd dazu, diesen Tentakeln hier auszuweichen. Komm, Dory, gib mal Vollgas. Wir dürfen natürlich jetzt hier keine Blasenringe verpassen. Aber wenn es mit einer Verfolgungsjagd losgeht, dann dürfte ja eigentlich nicht noch eine Verfolgungsjagd im Level vorkommen. Also ich bin guter Dinge. Und langsam aber sicher bin ich ja auch der Überzeugung, dass ich das mit dem Blasenring raus habe. Wir müssen auch ein bisschen aufpassen. Immer wenn wir einen Ring auslassen, einen Boostring, dann entkommt uns der gute Bruce ein bisschen. Ist ja der Name des Hais. Kennen wir ja alle, ne? Jeder, der Findet Nemo mindestens einmal geguckt hat, der wird den Namen kennen. Das wäre Schande über euch, wenn ihr Findet Nemo geguckt habt und den Namen des Hais nicht kennt. Und genau das meinte ich auch vor ein paar Parts bezüglich der Taucherbrille. Das geschieht ja jetzt eigentlich erst in dieser Szene. Müsste das ja erst geschehen, dass sich Marlin an den Taucher bzw. die Taucherbrille erinnert. Das sollte ja eigentlich erst jetzt dann geschehen. Aber anscheinend haben die Entwickler da keinen Wert drauf geschätzt. Und einfach mal gesagt, ja... Der weiß von Anfang an, dass deine Taucherbrille runtergefallen ist vom Boot. Who cares? Nicht wahr? So, und jetzt sollte ich mich vielleicht ein bisschen ins Zeug legen, denn der gute Bruce entkommt mir hier dann doch sehr stark, weil ich mich halt extrem blöd anstelle, was die Ringe treffen angeht. Dafür habe ich jeden Blasenring mitgenommen. Geht das jetzt hier eigentlich auch im Kreis, Bruce? Oder, nee, wir schwimmen anscheinend schon irgendwo hin. Das wäre ja auch ein bisschen seltsam. Okay, erster Abschnitt geschafft und sieh mal einer an. Da sind tatsächlich schon Minen. Man sieht sie jetzt nicht wirklich, weil es so mega dunkel ist, aber ja, desto näher ich rankomme. Was ist das für eine dumme Kamera gerade? Ich kann gar nicht durch die Ringe schwimmen, weil die Kamera so beschissen war gerade. Erstaunlich. Ja, was soll denn das? Was ist das für eine dumme Strömung, die mich hier von den Ringen wegdrückt? Hallo? Ja, vielleicht ist es auch besser so, wenn wir Bruce alleine lassen. Ich weiß ja nicht. Irgendwie. Ich bin der festen Überzeugung, dass es besser... Ich kann hier nicht durch die Ringe schwimmen. Die Strömung ist mega beschissen. Kommt immer so, ja, guckt euch das an. Guckt euch das an, die Strömung. Und da denkt man sich so, muss das sein, liebe Entwickler? Ich treffe die Ringe nicht. Ich treffe die Ringe zum Verrecken nicht. Wie ich hier die Blasenringe treffen soll und irgendwann auch mal ans Ziel kommen soll, ich habe keine Ahnung. Das wird Ewigkeiten so weitergehen, kann ich mir irgendwie gut vorstellen.
So, wir holen mal ein bisschen auf, damit das Ausrufezeichen über Doris Kopf grün wird. Ja, nein! Okay, Wiedersehen. Wiedersehen, Bruce. Ich möchte gern den Blasenring haben. Verschwindest du bitte, bevor das hier abgesaved wird? Dankeschön. Ah, diese Verfolgungsjagden in dem Spiel. Die sind so dumm. So schlecht programmiert. Der mit der Idee hier aufkam, den würde ich gern kennenlernen. Beziehungsweise der mit der Idee aufkam, einen Stern zu vergeben, dass man durch jeden Blasenring geschwommen ist. Bei Verfolgungsjagden. Den würde ich gern kennenlernen. Es gab ja auch eine Verfolgungsjagd im GBA-Teil. Es gab sogar mehrere. Aber da musste man nicht durch jeden Blasenring schwimmen, weil die nicht so wichtig waren. Also es war gut, wenn du halt mehrere Blasenringe erwischt hast, weil dann hast du mehr Chancen gehabt, beim Puzzle alles zu lösen. Aber du hast auch so die Chance gehabt, das Puzzle zu lösen. Hier hast du keine Chance, den Stern zu bekommen, wenn du einen so einen Drecksblasenring vergisst. Okay. Also wir haben gesehen, es kommt wieder gleich einer. Ja, wir haben 15. Und Bruce ist Arrivederci. Alter, ich dreh gleich durch, ne? Ich dreh gleich durch, dieses Level. Also ich glaube, hier bin ich froh, wenn ich das nicht mehr spielen muss. Ich bin auch schon gespannt, wann dann endlich die Level kommen, die in der Beschreibung gestanden sind, die an den GBA-Teil angelehnt sind. Und zwar im GBA-Teil konnte man zwischen den Charakteren wechseln. Das waren so 2D-Abschnitte mit kleinen Rätseln, Mario vs. Donkey Kong mäßig. Das war spaßig. Und in der Beschreibung zu dem Spiel, ich weiß nicht, ob das einfach nur eine kopierte Beschreibung ist, die zu jedem Spiel beilag, vielleicht auch zum Point-and-Click-Spiel auf dem PC. Das kann gut sein, dass die einfach zu faul waren, eine Beschreibung für jedes einzelne Spiel zu machen, weil jedes Spiel funktioniert ja anders. Aber da stand drin, dass es auch so 2D-Abschnitte gibt, wo man zwischen den Charakteren dann wechseln kann, um mit ihnen selbst die Fähigkeiten auszunutzen. Zum Beispiel Dori ist mega stark, Marlin ist mega schnell, glaube ich. Ich weiß es nicht. Hier ignoriere ich mal den Ring und hol mir dafür den Blasenring. Also wir sind jetzt wieder in den Abschnitt, wo Blasenringe vorhanden sind. Ihr wollt doch die Ballons nicht zum Platzen bringen. Das wäre nicht gesund, weder für euch noch für mich. Whee, das ist sicher lustig. Lass uns drauf herumhopsen. Also, ich weiß nicht, Dori. Sie schafft das schon. Aber bei mehr als dreimal pro Ballon werden wir es alle bereuen. Verdammt. Also wir haben jetzt hier wieder so ein Jump-Spiel. Ach, und ich muss auch noch schnell spielen. Weil sonst platzen die hier. Ja, wie soll ich denn da... Glaubst du, ich merke mir, wo ich da schon lang bin und wo ich doch lang muss? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich spring doch da definitiv öfter drauf. Also das ist Verarsche. Das können die nicht ernst meinen. Wo soll ich jetzt hin? Dankeschön. WTF! Und die springt halt auch nicht sofort ab, ne? Das dauert ein bisschen, bis die abspringt. Wieder. Von den Minen. Also wir sollen zuerst hier rüber. So viel habe ich jetzt verstanden. Dann machen wir das mal so. Hier, jetzt will ich die eine noch. Und jetzt muss ich mich hier ein bisschen beeilen. Ja, wenn die halt sofort abspringen wird, ne? So wie ich das auch möchte. Das ist das beschissenste Level bis jetzt. Ganz eindeutig. Das wird von keinem Level mehr getoppt werden. Ich sehe es schon kommen. Wenn ich mich umdrehe, dann springt sie immer mindestens zweimal. Und das ist das Problem. Weil jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich hier wieder alles zurück, um zu den anderen Minen zu kommen, auf denen ich noch nicht war. Oder zum Beispiel jetzt. Jetzt kann ich ja gar nicht mehr zurück, weil jetzt ist die Mine da drüben rot und ja, vorbei. Ich wäre jetzt, egal wie ich jetzt gesprungen wäre, ich wäre tot gewesen. Weil ich hätte nicht mehr zurückgekonnt. Aber für die 100% muss ich da jetzt wirklich das komplette Minenfeld auswendig lernen, um hier den Stern zu bekommen. Das ist absoluter Beschiss. Das kann man eigentlich als Entwickler von dem Spieler nicht verlangen, dass dann komplettes Minenfeld auswendig lernt.
Na gut, das hier habe ich jetzt schon mal gelernt. Soll ich jetzt zuerst hier hoch? Ja, ich soll zuerst hier hoch. Alles klar. Dann wäre das schon mal klar. Dann gehen wir jetzt hier längs. Jetzt soll ich, glaube ich, zuerst hier rüber. Ich habe keine Ahnung. Das ist alles viel zu viel durcheinander. Also wir haben 52, aber ich habe definitiv irgendwo welche übersehen. Und dafür müsste ich jetzt zurück, okay? Aber Dori hat sich gedacht, kein Bock drauf, ich gehe nicht zurück. Was soll denn der Müll? Das ist... Also wenn ihr auch der Meinung... Schreibt mir mal eure Meinung dazu gerade in die Kommentare zu diesem Minispiel. Das würde mich gerade brennend interessieren, wie man so einen Rotz programmieren kann. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Dann soll man halt wenigstens hinschreiben, wo man als Spieler lang gehen soll. Damit man als Spieler jetzt hier nicht am Verzweifeln ist, weil man den Weg nicht findet, weil die Entwickler das nicht genau beschrieben haben. Okay, ich komme auf jeden Fall wieder zurück. Frage ist nur, ist das auch okay? Also wir haben auf jeden Fall jetzt gerade die beste... Ja, jetzt habe ich verkackt. Was soll denn das? Ja, jetzt komme ich hier nicht mehr zurück. Das heißt, wenn hier eine Sackgasse ist, habe ich verkackt. Ich hoffe, das geht jetzt hier im Kreis. Nee, es geht natürlich nicht im Kreis. Und wir haben verkackt. Den Stern werde ich niemals bekommen. Ja gut, blende ich ein. Es hilft nichts. Die Entwickler haben einfach da Koks zu sich genommen oder irgend sowas. Ich kann mir das nicht anders erklären. Das ist einfach scheiße. Das ist echt beschissen programmiert. Genauso wie die Verfolgungsjagden. Also, wenn die Entwickler hier mit dem Abschnitt des Highs Bullshit programmieren wollten, dann hätten sie auch einfach ein leeres Level machen können. Das wäre immerhin noch schaffbar gewesen. Und dann kommt hier irgendwo eine Strömung her, die ich nicht mal sehe, weil die Entwickler zu faul waren, irgendwie Blubberblasen dahin zu packen, die Strömung irgendwie darstellen sollen, aus der die kommt oder irgendwie, keine Ahnung. Beschiss! Ganz einfach. Ich hab's gesagt. Das ist absoluter Betrug von hinten und vorne. Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich sehe die Strömung nicht. Ich weiß nicht, wie stark ich dagegen ankämpfen soll. Ich sehe nicht mal, wie die Ringe oder wo die Ringe ungefähr liegen. Vielleicht so eine Draufperspektive wäre schön gewesen. Ich kann mit dem C-Stick auch die Perspektive nicht verändern. Blöd, blöd, blöd. Ja, was soll ich machen? Und Bruce ist weg. Bullshit! Ich habe keine Ahnung, wie ich das schaffen soll. Das Let's Play ist eher mehr so ein Frust-Let's Play als so ein Spaß-Film-Let's Play. Weil das Spiel so mega schlecht ist einfach. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Vielleicht wird es noch besser. Vielleicht ist es ja nur der Anfang. Wobei ich, wenn ich da an den späteren Film denke, da gibt es noch mehr Verfolgungsjagden. Und wenn die am Anfang des Films schon so beschissen sind und die Entwickler halt am Anfang eigentlich leicht programmieren, leichte Verfolgungsjagden. Hallo, ich bin doch ganz eindeutig da durchgeschwommen durch den letzten. Wenn die Entwickler halt am Anfang des Films noch leichte Verfolgungsjagden machen wollten, dann will ich die schweren gar nicht mal sehen. Nee, will ich nicht. Okay, wenn ich dreimal hintereinander durch einen Ring schwimme, dann kommt Bruce auch wieder zurück. Habe ich gerade gesehen. Das heißt, wir sollten bestenfalls versuchen, dreimal hintereinander durch einen Ring zu schwimmen, wenn er ein bisschen entfernt ist. Wie zum Beispiel jetzt, genau, dann kommt da so ein kleines Stückchen zurück. Was total viel bringt, weil die Strömung ist so mega scheiße. Sache ist, wahrscheinlich glaubt mir keiner von euch ein Wort, was die Strömungen angeht und ihr einfach nur denkt, Ultra, du kannst das Spiel nicht. Aber
Ich lüge nicht. Es sind hier wirklich Strömungen, wo du dir denkst, Alter. Alter. So eine krasse Unterwasserströmung kann es doch gar nicht geben. Okay, wir haben den Abschnitt geschafft. Achievement get? Oder so? Na dann, jetzt kommen wieder Blasenringe. 20, glaube ich, von 36, wenn ich... Ja, 36 sind's. Gott sei Dank. Ey, wir haben's bald. Wir haben's bald. Es sind nicht mehr viele. Erstaunlich. Ich dachte tatsächlich... Oh Gott. Bruce, ich habe keinen Bock, dir nachzuschwimmen. Hau mal bitte ab. Ich schwimme hier gegen den Felsen. Ich finde den viel schöner. Dori, ganz langsam. Wir wollen Bruce entkommen lassen. Kannst du nicht irgendwo sterben, Dori? Dori? Dori, stirb. Hier. Schwarze Rauchwolken. Daran stirbt man doch normalerweise. Oder hier. Tintententakel. Okay. Höh. Könnte sein, dass das hier der letzte Abschnitt ist, tatsächlich. Ich habe sehr viele Ringe gesehen. Jetzt. Wo ich dann so am Boden lang geschwommen bin. Jetzt muss ich mir halt nur merken, wo denn jetzt der eine kam, den ich da gerade verpasst habe. Oh, diese Kehrtwände da nach unten. Mega ekelhaft. Du siehst so wenig. Okay, 24. Jetzt kommt gleich noch einer. Genau, den hole ich mir. 25. Ja, den lasse ich halt da mal aus. Ist auch nicht so wild. 26, noch 10. Wenn ich die Blasenringe alle erwische, bin ich voll zufrieden mit dem Part. Da muss ich nicht so viel nachher einblenden. Aber wenn ich die halt jetzt auch nicht schaffe, dann war der Part eigentlich mehr oder weniger vollkommen umsonst. Dann habt ihr nur meine Blind-Reaktion zu dem Level hier gesehen. Und das war's. Okay, hier durch. Dann schwimmen wir da durch. Die nehme ich mit. Den hätte ich auch gern mitgenommen. Dori? Dori, ganz langsam. Dori, 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 bitte. Bitte stirb. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Aber das ist der letzte Abschnitt. Wir haben das Level gleich geschafft. Keine Sorge. Er macht ein ganzes Level nur mit Nachschwimmen. Hinter einem Hai. Das darf doch wirklich nicht wahr sein. Das ist lächerlich, das Level-Design. Ja gut, lächerlich. Man sieht schöne Umgebungen. Wenn man jetzt nicht auf die 100% aus ist, dann wäre das ein schönes Level-Design. Schön erfrischend. Geht auch relativ schnell. Muss auch kaum was machen. Macht sogar relativ Spaß. Problem ist halt wirklich die 100%. Da hätte man sich was Besseres einfallen lassen sollen. Oder ansonsten hier einfach keine Blasenringe verstecken. Damit das irgendwie... Ernsthaft? Kommt da noch ein Tintenfisch irgendwo, der mich töten kann? Ich glaube, sonst reicht das nicht. Sonst sind wir gleich am Ziel. Oh Gott, bitte. Okay, Dori ist erstickt. Yay! Dieser Spaß. Da-da-dam-dam-dam. Also wir können dann langsam die schönen GBA-Level spielen, ne? Spiel. Ich habe keinen Bock mehr auf weitere Verfolgungsjagden. Wär schön, wenn wir uns dann mal langsam aber sicher an die GBA-Sachen zuwenden können. Die stelle ich mir irgendwie spaßiger vor, als jetzt hier Verfolgungsjagden. Wobei ich ja den Hai, also den Sprite, gerade ganz, ganz cool fand, jetzt wo ich seine Schwanzflosse mal aus der Nähe gesehen habe. Das ist ein cooler Sprite, ja. Schön groß. Da vorne schwimmt Marlin. Falls man im Zweispieler-Modus spielt, nehme ich an. Kann einer da vorne als Marlin mitschwimmen. Da ist der Letzte, da ist der Letzte. Den kriege ich. Yay! Dori, du hast es geschafft! Und jetzt nur noch durch. Na, wo sind die Ringe? Ein U-Boot. Verschollen unter Wasser.
Emu-Boot. Alles klar, so heißt auch das nächste Level. Das wir beim nächsten Mal dann angehen werden. Ich bin gespannt, wie das denn so aussehen wird. Nun, ja, hole ich mal den einen Stern nach bei den, Minenfeld. Bis gleich an der Stelle. Ich bin wieder hier. Und diesmal werde ich es diesem Minenfeld richtig einheizen. Niemand schafft es, Dory zu entkommen. Beziehungsweise kein Stern schafft es, Dory, zu entkommen. Denn Dory ist gerade auf Sternenjagd, wie Mario und Mario 64. Da hat er auch alle Sterne bekommen. Und Dory ist genauso gierig wie ein gewisser roter Klempner. So, wo soll ich jetzt zuerst hin, liebes Spiel? Kannst du mir das bitte sagen? Das wäre eine gute Sache. Ah, schon wieder verkackt, ja. Ist verkackt. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier als erst... Wie soll ich das Minenfeld abgehen? Ja, ich gehe nochmal zurück. Und ich habe verkackt. Na gut, dann auf ein neues. Sollte es zu lange dauern, schneide ich euch einfach den finalen Versuch rein. Und dann hat sich die Sache. Weil ihr sollt ja auch schließlich... Vielleicht spielt er ja nebenbei mit. Dann wisst ihr eh, wie beschissen das ist hier. Und ansonsten... Habt ihr vielleicht das Video durch die komplett, also auf der Suche nach einer Komplettlösung gefunden? Dann, ja, hoffe ich, dass ich euch hiermit weiterhelfen kann. Für mich ist das halt auch alles blind. Ich habe hier noch nie die 100% gemacht. Dementsprechend weiß ich halt auch relativ wenig, was hier das Sammeln von Dingern angeht. Ja gut, ich kann schon nicht mehr zurück. Ich bin schon dreimal draufgesprungen. Aber wir gucken uns mal die Route an. Das wäre, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Also ich kann hier ganz nach oben. Und dann soll ich hier wieder runter. Dann soll ich, glaube ich, hier hoch. Ah, verdammt. Das war, ja, das war überhaupt nicht klug gerade. Wo geht das hier hin? Ich glaube, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, genau, da oben ist dann das Ziel. Jetzt ist nur die Frage, wie viele Minen gibt es? Da muss ich gleich nochmal nachgucken. 81. Okay, das ist eine ganz schöne Zahl. Das ist definitiv eine ganz schön hohe Zahl. Ob ich die zusammenbekomme? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Dann soll ich, glaube ich, vielleicht doch die andere Richtung. Kann das sein, dass ich doch zuerst nach links... Dory. Alter, jetzt ist sie nicht gesprungen. Was kann ich denn jetzt dafür? Meine Güte. Vielleicht sollte ich doch zuerst nach links. Ich glaube, nach links ist nur so ein kleiner, so ein ganz kleines Feld mit Minen. Weil wir hatten ja jetzt schon 71. So viel kann da links gar nicht sein. Oder es ist scheißegal, in welche Richtung ich gehe, weil die alle irgendwie gleich sind. Es kann halt auch gut sein. Ich sollte mich vielleicht auch konzentrieren, nicht, dass ich hier die ganze Zeit hier blöd rumspringe. Wir gehen jetzt mal hier nach links. Tatsächlich, hier ist nur ein kleines Feld. Alles klar. Na dann, dann fehlt ja jetzt nur noch hier der Weg hier, den ich jetzt perfekt abgehen muss. Dann hätten wir's. Ich gehe mal hier lang. Weil das sieht irgendwie so aus. Genau, jetzt kann ich hier auch nochmal zurück. Oh, das sieht gut aus. Oh Gott, da bin ich jetzt einmal zu oft drauf gesprungen. Ich hoffe, das wird mir nicht zum Hindernis. Okay. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wir haben's. Okay. Ich habe gerade eine ganz gute Erfahrung gemacht. Wenn ich den Stern habe, kann ich einfach das Level verlassen. Ich muss es nicht mehr zu Ende spielen. Gut zu wissen, ich war gerade echt am Verzweifeln, weil ich am Ende immer gestorben bin. Was noch bleibt, ist das Bonuslevel. Was habt ihr euch denn diesmal ausgedacht? Bitte kein so ein dummes Schieberätsel. Ein Ballspiel mit Marlin. Aber wo das hier gerade ist, ich kann das wirklich nicht zuordnen. Und wo muss der Ball hin?
Alter, wie sieht das denn hier aus? Ich schwimme hier im Blut oder wo schwimme ich hier? Hä? Versteht jemand, wo der Ball... Ah, guck mal einer an. Ich habe den Ort gefunden, wo der Ball hin muss. Sehr schön. Kriege ich ihn da auch überall durch? Ah, okay. Wir spielen Ball im Minenfeld. Wo soll denn der hin? Muss ich den hier wirklich einmal rundherum folgen in dem Strom? Also wird der erst da hochgekickt zu der Stelle, wo es dann losgeht? Oder wie muss ich das verstehen? Und darf der Ball die Minen berühren? Ich nehme mal stark an, nein. Also es wird auch wieder ein Heidenspaß hier. Ja? Wo ist die Stelle? Okay, wir kicken dich hier durch. Hier kommst du wohl durch. Ah, okay, eins habe ich schon. Alter, was wird denn das jetzt... Was ist das für ein Scheiß? Das ist es wirklich... Wie denkt man sich schrottige Minispiele aus? How to? Findet Nemo. Und wie soll ich ihn jetzt hier von der Mine... Ja, es hat... Akzeptabel. Nein. Oh Gott. Ja, hier rüber. Ich muss ihn hier rüber kicken, aber da oben ist irgendwo eine Mine. Jetzt darf ich ihn hier auch nicht so krass anstupsen. Alter. Ja, und jetzt? Wo soll er jetzt hin? Was soll denn der Müll? Ist es leichter, den nach oben zu kicken? Nein! Okay, es gibt zwei Bahnen, wie es aussieht. Ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie gerade leichter, den nach oben zu kicken. Und nicht von oben nach unten. Hallo, Marlin. Und wir fahren mal jetzt gleich mit Bahn Nummer 2. Dann gucke ich mir die mal an. Und dann weiß ich, welche leichter ist. Also Bahn 1 war definitiv nicht leichter. Bahn 1 ist nebenbei erwähnt die rechte Bahn, auf der ich gerade lang bin. Die fand ich gar nicht mal so leicht. Ich kann den nicht leicht antippen. Entweder stark oder gar nicht. So ein bisschen blöd. Okay, komm, wir fahren mal hier mit der Strömung. Wo geht die hin? Alter, das war auch mega knapp gerade. Okay, anscheinend bin ich jetzt in der Strömung drin. Wow. Es geht flott. Ey, du darfst den Ball ja gar nicht aus den Augen verlieren, weil sonst hast du ja direkt verkackt. Weil der kann ja einfach irgendwo dagegen krachen und alles aus. Also, du hast alles umsonst gemacht. Und wie soll ich den anstupsen? Das ist so dumm programmiert, das ist der Wahnsinn. Ja, da drüben. Wo fällt er runter? Hier. Das heißt, ich muss den jetzt noch ein bisschen rüber. Das hat gut geklappt. Nicht. Was? WTF? Ja, und verkackt. Oder auch nicht. Jetzt aber. Nee, immer noch nicht. Alter, die treibt hier links, rechts die Mine. Warte, ich habe 8 von 6. Heißt das, die bleiben gespeichert? Dann ist es fair. Dann finde ich super. Nicht zu klagen. Super. Nein! Das war ein bisschen zu wuchtig geschlagen. Das gebe ich ja schon zu. Ball, ich würde gerne mit dir die andere Richtung. Die haben wir schon komplett erkundet. Kriege ich dich hier irgendwie wieder raus? Scheint nicht. Was soll das denn? Crappy Minigames. Okay, wir gucken mal runter. Wo fällt er denn jetzt lang? Ich will den weiter drüben. Nein! Oh, Marlin! Super Steuerung. Echt 1A Spitzenklasse. Na gut. Komm, wir arbeiten uns mal hier nach oben. Und verkackt.
Oder nicht? Wenn ich anscheinend nicht im Bildschirm bin, dann zählt das nicht als verkackt. Weil... Warum ist denn eigentlich die rechte Strömung viel krasser als die linke Strömung? Musik ist irgendwie so eine typische Zirkusmusik. So eine typische Schwarz-Weiß, du schaffst es eh nicht Musik. Komm, geh rüber. Ich muss dich irgendwie von oben nach unten fallen lassen. Frage ist nur, wo? Wo war ich denn jetzt noch nicht? Hier war ich noch nicht. Ball, 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 tot. Super. Gerade wo ich... Oh, was soll das? Und warum ist das hier alles eine einzige Strömung? Der Ball treibt auch rum wie bekloppt. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht mal meine Würfe berechnen. Ja. Nein. Oh, fuck off. Ernsthaft. Also nach oben arbeiten ist auch eher Selbstmord, als dass das irgendwas bringt. Ja, schön die Richtung gehen hier. Was denn? Ich hab die doch... Mann, macht es aggressiv. Erstaunlich, das ist ein dummes Ballspiel und das macht mega aggressiv. Na gut. Zweiter Versuch von oben nach unten. Auf der linken Seite. Auf der rechten hat es ja 1er Spitze geklappt. Warum nicht hier? Na komm. Kommst doch hier hoffentlich vorbei. Ja. Ja, und jetzt kann ich wieder raten, wo ich hin soll, weil ich habe ja schon alles eingesammelt. Da drüben, da drüben, da drüben, da drüben. Da sehe ich was. Super. Jetzt habe ich da drüben was gesehen. Da muss ich ihn jetzt wieder leicht hochkicken. Und wir alle wissen, was das für ein Spaß ist. Okay, er lebt immer noch. Hey! Ich werde ja langsam gut. Wo ist der Ball? Hat jemand von euch einen Ball gesehen? Wo ist mein Ball? Ich finde den Ball nicht mehr. Okay, hier ist noch was. Super. Freut mich riesig. Ich finde den Ball nicht mehr. Okay, wir bringen uns mal ganz kurz um. Ich muss den Ball finden. Okay, also wo war das jetzt? Das war irgendwo links auf jeden Fall. Ah, nein, nicht da lang, Ball. Oh, ich bin hier wieder drin in der Strömung. Jetzt komme ich wieder nicht mehr raus. Ja gut, aber hier muss ja auch noch irgendwo was sein. Ich guck mich mal um. Jetzt finde ich den Ball wieder nicht mehr. Nee, da ist er. Und ansonsten kicke ich ihn einfach mal hier schön in die Mitte. Wie wäre das? Ich muss halt immer beim Ball bleiben. Ich muss hoffen, dass ich hier irgendwo was sehe. Alter, was soll das? Das ist eigentlich nur so ein Mini-Bereich. Da drüben, da drüben, da drüben, da drüben. Nicht in die Richtung. Nicht in die Richtung. Auch nicht hier auf die Mine. Ich will dich da drüben sehen, mein Kleiner. Ist ja schlimmer als ein Kind, der Ball. Alles klar. 12 von 16. Yippie-yay. Yippie-yo. Ja. Wo muss ich hin? Nicht in die Strömung, bestenfalls. Super, das war's. Gerade wo ich wieder was gefunden habe. Aber das war doch irgendwo hier direkt. Nein, nein, nein. Oh, fuck you. Das ist kein Spaß. Das ist kein Bonus. Das ist die Qual. Schneller. Okay.
ich kick ihn jetzt mal nach links. Der Hoffnung, dass... Ja, ja, da ist was. Oh, Gott sei Dank, da ist was. Nein, geh durch, geh durch. 13. Huh. Da ist noch was. Ja, und er fällt perfekt, er fällt perfekt. Es zählt sogar. Da ist noch was. Schön rüber. Schön. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Yes. Eins noch. Wo ist das? Das letzte. Gerettet. Gerettet, haha. Das letzte war irgendwo weiter oben, glaube ich. So zwischen zwei Minen. Na? Hier? Nee. Das war's. Ich such das mal. Bis gleich. Okay, ich hab's gefunden. Und ich versuche jetzt den Ball in meinen Kopf dahin zu bringen. Ich benutze meinen Kopf, ja. Ich hab euren Rat aus den Kommentaren. Wobei, es hat eigentlich niemand geschrieben, aber der Witz passt gerade gut. Deswegen, ich benutze meinen Kopf dafür. Okay, wir müssen ihn jetzt irgendwie um die Mine rumbekommen. Warum die jetzt nicht explodiert ist. Das würde ich gern wissen. Da ist er. Da ist er. Der letzte Ring. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, diese Dramatik. Komm, 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 komm. Nein. Noch ein Stück, 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 noch ein Stück. Yay. Holy shit, 50 Minuten. Ich bin gespannt, wie lang der Part dann ist, wenn ich da zusammengekattet habe. Irgendwie glaube ich nicht wirklich kürzer. Wie dem auch sei, wir haben immer noch die Extras vor uns, die schönen Screenshots. Und ich verabschiede mich von euch. Das war Findet Nemo für heute. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und wie gesagt, dass ihr das nächste Mal eben wieder dabei seid. Bis dahin, tschö, tschö, euer Ultra. Thank you.